Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal einen neuen Money Glitch zeigen. Leider ist er nicht solo, ihr braucht auf jeden Fall die Hilfe eines Freundes. Was braucht ihr noch? Ihr braucht auf jeden Fall eine Autowerkstatt. Die Autowerkstatt, die muss voll sein. In der Autowerkstatt auf jeden Fall ein Winnie Easy Classic, den ihr duplizieren wollt. Und ja, ein LG oder halt ein Auto, was ihr nicht mehr benötigt. Ebenso braucht ihr eine Sanchez. Wo die Sanchez steht, das ist wirklich völlig egal. Fordert euch dann einfach mal die Sanchez aus eurer Garage ein und ja, lasst euren Freund einmal aufsteigen und fahrt dann mit eurem Freund einmal ins LSK mit rein. So, seid ihr dann im LSK mit angekommen, dann ja, geht einfach wieder aus dem LSK mit raus. Aber ganz wichtig, euer Freund muss dann auf euer Sanchez drauf sitzen bleiben. So, seid ihr dann aus dem LSK mit raus, dann schnappt euch irgendein NPC-Karre oder sowas. Ganz wichtig, nur kein persönliches Fahrzeug benutzen, ansonsten wird es nicht funktionieren. Schnappt euch irgendeine NPC-Karre und begibt euch dann zur Arena-Werkstatt. An der Arena-Werkstatt angekommen, setzt ihr euch einfach in den Winnie Easy Classic ein, den ihr duplizieren wollt. Also dann drückt ihr mal auf Options und Steuerkreuz nach rechts gleichzeitig. Und dann müsst ihr mal ein bisschen lenken und dann R2 drücken und dann werdet ihr merken, dass ihr in der Garage jetzt rumfahren könnt. Wenn es bei euch jetzt nicht First Try klappen sollte, dann müsst ihr es halt noch 2-3 Mal probieren. Bei mir hat es jetzt auch 2-3 Mal, habe ich auch 2-3 Mal gebraucht, bis es bei mir geklappt hat. Ja, und dann fahrt ihr einfach mit dem Winnie Easy Classic einfach zum Ausgang der Garage und platziert das Auto dann so, dass die Fahrertür blockiert ist. Dann geht ihr einfach zu irgendeinem anderen Auto und dann platziert das Auto einfach so vor die Beifahrertür, so dass die Beifahrertür auch blockiert ist, so dass ihr dann halt in das Auto rein teleportiert werdet. Das können wir dann noch einmal ganz kurz ausprobieren. Wir steigen einmal aus und dann drücken wir einfach mal Dreieck. Perfekt, wir werden rein teleportiert. Und ja, als nächstes müssen wir dann einfach nur Dreieck und X gleichzeitig drücken. Und dann werdet ihr merken, dass wir dann draußen mit dem Auto spawnen. Sind wir dann draußen mit dem Auto gespawnt. Dann rufen wir einmal den Mechaniker an. Und nun müssen wir uns das Auto anfordern, was wir nicht mehr benötigen. Oder halt ein LG. Ja, ich habe glaube ich noch ein LG. Irgendwo müsste noch einer rumstehen. Ja genau, hier in der Autowerkstatt habe ich noch einen. So. Und jetzt wartet ihr ungefähr so 3 bis 4 Sekunden und dann sagt ihr eurem Freund Bescheid, dass er von euer Sanchez absteigen kann. Und ihr werdet jetzt auch merken, dass der LG auf jeden Fall nicht ankommt. Der ist auf jeden Fall perfekt. Und es kann auch sein, dass euer Freund jetzt auch hierher teleportiert wird. Das ist auf jeden Fall auch nicht schlimm. So, als nächstes müsst ihr euch dann eure MOC dann anfordern. Und begibt euch dann einmal zu eurer MOC hin. Fahrt dann einmal hinten rein, Steuerkreuz nach rechts, Fahrzeuglagervollmeldung, die nehmen wir an. Und schon ist das Auto dupliziert. Und ja, das war's auf jeden Fall schon. Wenn ihr jetzt weitermachen wollt, dann ja, müsst ihr halt alle Schritte wieder neu machen. Das heißt, ihr müsst euch dann wieder mit einer Sanchez zum LSK Meet begeben und dann die Schritte halt wieder neu machen. Und ja, ich weiß, ist jetzt nicht der beste Money Glitch, aber ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.